Herzlich willkommen zum Aftertalk unserer letzten Mahabharat-Geschichte. Und wir werden uns heute ein bisschen über das Thema Neid austauschen. Denn wir haben gehört, dass Duryodhana sehr, sehr neidisch war auf die Pandavas, auf ihre exquisiten Qualitäten, auf ihre wunderbaren Qualitäten. Und es schürte einfach diesen Neid und in seinem Herzen. Und Neid ist etwas, ja, das betrifft uns hier auf dieser Welt, glaube ich, alle. Und dazu haben wir einen Experten eingeladen. Experte, Neidexperte. Nee, wir haben uns gestern ein bisschen darüber unterhalten, okay, über was kann man sich mit der Geschichte unterhalten. Und dann sind wir auf das Thema Neid gekommen und Pradyumna hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich so qualifiziert bin, über Neid zu sprechen. Ich bin mehr so ein Experte in Neid. Und, ja. Und da ich ja ein Experte bin in diesem Thema, sitze ich heute mit auf der Couch. Ja, ich denke, Neid ist etwas, was alle Menschen betrifft. Ich denke auch. Also oder viele, also eigentlich wirklich, ne? Und wenn wir es jetzt auch weiter diskutieren, eine der Ursachen ist, warum wir eigentlich hier sind, in der materiellen Welt, beziehungsweise in dieser materiellen Welt am Struggling sind, am Kämpfen sind. Und ja, ich denke, da ist es ein sehr wichtiges Thema, über das wir reden können. Mhm. So, der Neid in unserem Herzen, Pradyumna. Wo kommt der her? Wie geht der weg? Ja, ich denke, also Neid ist, ich denke, die Basis ist, dass wir eben, ne, genießen wollen. Ne? In irgendeiner, ne, in der Form, in der spirituellen Welt wollen wir auch genießen, glücklich sein. Und hier in dieser materiellen Welt wollen wir auch genießen und glücklich sein. Also im Grunde, dass wir genießen wollen, dass wir glücklich sein wollen, das ist als Seele, als Lebewesen einfach tief in uns drin, dass wir, ne, das ist eine ganz naturgemäßige Stellung der Seele, dass wir Freude erfahren wollen, dass wir genießen wollen. Und in der spirituellen Welt, so wie wir es aus den vedischen Schriften kennen, ist alles darauf gerichtet, dass wir diese Freude an den Lebewesen und in höchster Form Krishna darbringen wollen oder mit diese Freude erfahren dadurch, dass wir mit Krishna Gemeinschaft haben, dass wir Krishna dienen, dass wir andere Lebewesen dienen, dass wir Gemeinschaft haben und sehen wollen, dass andere Menschen glücklich werden, weil durch dieses Glück werden wir dann selber glücklich. So in der materiellen Welt hier jetzt denken wir auch, okay, wir wollen auch glücklich sein, wir wollen auch genießen. Aber wir haben dieses Verständnis von, wenn wir besser sind als andere Menschen oder wenn wir mehr haben als andere Menschen, dann werden wir glücklich. Und ja, das ist dann, und so kommt dann Neid zustande, dass wir denken, okay, ich kann nur glücklich werden, wenn ich besser bin als andere, wenn ich mehr habe und ja, wenn ich mehr Ruhm bekomme, mehr Einfluss, mehr Macht, mehr Geld, mehr dies und jenes. So, das ist der, ich denke, das ist so einer der Ursprung von Neid. Neid sozusagen basierend auf Lust, ne? Lust in dem Sinn, dass wir genießen wollen. Also das ist sozusagen vielleicht schon mal der erste Fehlgedanke, den man verstehen kann, dass ich kann auch glücklich sein, wenn es den anderen auch gut geht. Ich kann nicht nur glücklich sein, wenn ich besser bin als andere. So? Vielleicht? Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter nehmen, dass man vielleicht im Endeffekt das wahre Glück, dass es einen wirklich glücklich macht, eine Person ist, dass man andere Menschen glücklich sieht, ne, dass das eigentlich das höchste Glück ist. Das, ne, und im Endeffekt, dass man sieht, dass Krishna, ne, ich meine, Krishna ist eh immer glücklich, aber durch diese Haltung, dass man diese Haltung hat, okay, ich möchte anderen Lebewesen Glück bereiten, dann ist das wirklich das höchste Glück, weil man erfährt vielleicht ein kurzes Glück, wenn man irgendwie was bekommt oder was besser macht und besser als andere ist. Man bekommt so ein kurzes Glück, aber es ist kein anhaltendes Glück. Es ist kein wirkliches, wahres Glück. Keine tiefe Zufriedenheit. Es ist keine tiefe Zufriedenheit. Ja.
Und das sieht man auch, ne? Menschen, die sehr selbstlos sind, die anderen helfen wollen, die anderen dienen wollen, dann und selbst gar nichts für sich erwarten, die sind meistens die Menschen, die am glücklichsten sind. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben, ja, wenn man zum Beispiel eine Mutter organisiert eine Geburtstagsfeier für ihr Kind. Ja, die Mutter organisiert alles, lädt alle ein. Stress. Geburtstagsfeier fürs Kind, Stress. Warte ab. Es kommt noch eine Pointe. Die Mutter lädt alle ein, die kocht den ganzen Tag, steht in der Küche, die Kinder kommen alle und sie bereitet alles vor, die ganzen Luftballons, das ganze Essen, lädt die Leute ein. Und das Kind bekommt Geschenke und ist sehr viel Arbeit und die Mutter ist sehr selbstlos und am Ende des Abends, am Ende des Tages, das Kind ist total glücklich, ich habe total viele Freunde gehabt, es waren total viele Geschenke, ich hatte einen wunderschönen Tag, ne? Aber die Mutter steht da und bekommt dieses Gefühl von Selbstzufriedenheit, so, ich habe wirklich jetzt meinem Kind, ne? Und im Endeffekt ist die Mutter oder die Person, die was den ganzen Tag gedient hat, die was am meisten Zufriedenheit erfährt, so, ne? Oder wirklich halt jemand anderem, muss ja jetzt nicht nur das Kind sein, aber ein schönes Geschenk zu machen, wo man halt wirklich weiß, okay, das, darüber freut er sich sehr, oder? Also es ist oberflächlich nur so, aber... Ja, aber das Prinzip kann man an allen auf allen Ebenen sehen, dass sobald jemand selbstlos ist und jemand anderes was helfen will, was tun will, dann es kommt sofort zu einer kleinen Freude im Herzen auf, dass man... Da fällt mir auch mein erster, oder nicht mein erster, aber einer meiner glücklichsten Momente im Krishna-Bewusstsein ein, so ziemlich am Anfang. Da stand ich in der Küche in Leipzig beim Sonntagsfest und habe Kartoffelschnecken gerollt. Und ich habe plötzlich so ein tiefes Wow. Ich bin am richtigen Ort, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich war einfach nur happy. Ich stand in der Küche und habe Kartoffelschnecken gerollt. Wer war der Koch? Ich meine, du warst der Koch. Warst du deswegen so glücklich? Vielleicht war ich auch deswegen. Aber damals habe ich das, oder also in meiner Erinnerung habe ich es halt wirklich so als dieses, ja, ich tue was ganz selbstlos in einer schönen Gemeinschaft und ich denke dieses Prinzip, ich meine, wir kennen das ja teilweise gar nicht, ne? Also wenn man in dieser Welt lebt, weil jeder macht irgendwie Dinge, um etwas zurückzubekommen. Ne? Keine Ahnung, man ist in der Schule, man geht dann in die Arbeit, ne? man ist in einer Beziehung. Ne? Man macht immer Dinge so, okay, ich möchte den anderen eine Freude bereiten, aber es ist auch immer wieder so ein Hintergedanke da. Okay, was kriege ich dabei raus? So, ne? Also dieser Gedanke ist immer mit dabei. Ne? Und... ja, und speziell in der Geschäftswelt, ne, dann ist immer auch, wenn man ich hatte einen Catering-Service, ne, da haben wir immer versucht, andere Menschen glücklich zu machen mit Catering, ne, in Hochzeiten oder Geburtstagen, ne, ein schönes Essen zuzubereiten. Aber da ist immer noch dieses Ding dabei, okay, ich möchte es wirklich so schön und so gut wie möglich machen, ich möchte die Leute auch zufriedenstellen und glücklich machen, aber am Ende werde ich dafür bezahlt, so, das ist immer so ein bisschen, aber wie du es auch jetzt gerade das Beispiel dargebracht hast, im Tempel und, ne, ich habe auch einige Jahre im Tempel gelebt. Und dann erfährt man manchmal wirklich dieses, ne, wenn man Dienst macht und da gibt es Feste und man steht den ganzen Tag in der Küche. Und ich sage jetzt nicht, dass dann, weil es ist immer noch eine kleine Motivation dabei. Ne, okay, ich möchte das nicht der anderen irgendwie. Ne. Das hält leider nicht für immer an. Aber wenn man das so ein bisschen kennenlernt, diese Selbstlosigkeit, dann man merkt wirklich, das ist... Ich denke, ich kann wirklich mit Überzeugung sagen, das ist die schönste Freude, was man erfahren kann, wenn man anderen selbstlos dient. Und als Mutter, gerade als Mutter von Kleinkindern, von Babys, hat man eben auch diese Erfahrung, weil die können einem offensichtlich jetzt nicht
jetzt nicht so viel zurückgeben, außer dass sie einfach da sind. So, ne? Ja. Und man selbst, also als Mami von kleinen Babys und kleinen Kindern, man dient halt ständig. Und wenn man da wirklich reingeht, dann erfährt man auch das Glück. Kann man, das als Mutter kann so ein gutes Beispiel. Und das hat auch Paupert, ne, hat auch gesagt, gibt dieses Statement, dass er sagt, dass die Liebe zwischen Mutter und ihrem Kind ist die Liebe, die der Gottesliebe am nächsten kommt. Ne? Und weil eben so viel Selbstlosigkeit dabei ist. So, ich denke, das ist mal wichtige Prinzipien, um zu verstehen, warum wir überhaupt neidisch sind und warum Neid da ist. Und denke ich auch gleich als Lösung ist es auch gleich da, wie man Neid überkommen kann, dass man eben ja, diese Haltung einnimmt, okay, ich möchte nicht jetzt neidisch sein auf andere Menschen, sondern weil das mir gar kein Glück bringt, das mir keine Freude bringt. Ich bekomme keine Freude, indem ich denke, ich werde besser. Wenn ich besser werde als andere Menschen, dann erfahre ich wirklich diese Freude. Sondern die richtige Freude ist eigentlich auch Selbstlosigkeit, ne? Neidfrei zu sein. Das ist die wahre Freude. Ich denke, das ist erstmal ein wichtiger Punkt zu verstehen. Mhm. Das heißt, wenn ich merke, ich bin neidisch auf jemand anderem, wäre es zum Beispiel eine, und ich möchte das überkommen, ne, wenn ich sage, okay, das ist jetzt wieder dieser Punkt, ich bin schon wieder neidisch, ich will das aber nicht mehr, dann wäre ein Punkt, okay, wie kann ich dieser Person dienen, vielleicht, ganz selbstlos, was kann ich für diese Person machen? So wäre so eine Lösung, eventuell, um diesen Neid zu überkommen. Ja, es wird gesagt, wenn man neidisch auf jemanden ist, speziell wenn man mit dem irgendwie zusammenlebt, zusammenarbeitet, man merkt, ach, ich bin immer irgendwie neidisch auf den, weil der ist irgendwie besser. Oder, der hat immer die besseren Ideen. Der kann ja, besser malen, der kann besser kochen. Besser kochen, besser singen oder was auch immer. Ne? Dass man, ne, weil oft hat man dann diese Gedanken von, ne, man will den boykottieren. Ne, man will dem irgendwie einen Stein in den Weg stellen. Ne? Aber nein, ganz im Gegenteil. Oder man wartet nur auf die Gelegenheit, wenn er irgendeinen Fehler macht, dann kommt, ach ja, Gott sei Dank, er macht auch Fehler. Er ist gar nicht so gut. Oder will sogar, dass der Fehler macht, ne? Dass man das wirklich dann auch zeigen kann oder anderen Menschen zeigen kann. Ja, guck mal, der hat einen Fehler gemacht. So im, ne? Also wir, ne, wir versuchen als spirituell gesinnte Menschen, dass wir eben genau das umdrehen. Ne? Dass wir sagen, okay, wir wollen, wenn wir merken, wir sind auf jemanden neidisch, dass wir ja, dem versuchen zu helfen, ne? In seinem Dienst, in seiner Arbeit und wie auch immer, dass wir dem helfen und sogar versuchen dem, ne, dass er noch besser wird in seinem Tun. Das ist nicht, manchmal nicht so einfach, aber man merkt, wenn aber man es tut. Wenn man das Verständnis hat, genau, und das halt, ja, dann, wenn man merkt, was merkt man, wenn man es tut? Ja, dann merkt man, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich einfach richtig an, das fühlt sich gut an. Ne? Und interessant ist, dass man, wenn man Leuten dient und hilft, dann bekommt man die guten Eigenschaften der anderen Person. Sozusagen, wenn ich einer Person diene, die was gute Eigenschaften hat oder gute Dinge gut kann, und man dient dieser Person und diese Person ist erfreut über diesen Dienst, über dieses Tun, dann bekommt man diese guten Eigenschaften von dieser Person. Das muss man erstmal verstehen auch. Ne? Dann ist diese Person zufrieden und dann auf einmal merkt, wird man selber erhoben, kriegt man selber bessere Eigenschaften und kann auch. Dann geht es so ein bisschen in das mystische Verständnis hinein. Das ist was man kann man nicht mit einem Verstand erklären. Ne? Wieso kriege ich jetzt die Eigenschaften von dem, weil ich dem was Gutes tue? Aber es ist ein universales, mystisches Gesetz. Ja. Ein energetischer Austausch. Interessanter Punkt, ne? Weil dann bekomme ich auch das, was ich eigentlich will, nämlich so ja. gut zu sein wie er vielleicht, oder? Ja. Mhm, okay. Das wäre so eine Sache. Du hast gestern auch noch einen interessanten Punkt gemacht von, dass man versteht, dass man ein Individuum ist, dass man individuell ist und jeder einzelne seine ganz individuellen Eigenschaften hat, seine eigenen Charakterzüge, seine eigenen Fähigkeiten. Und dass es auch einzigartig ist, dass jeder einzigartig ist und dass man gar nicht
denken uns, okay, ich muss so sein wie der andere oder ich muss so toll sein wie der andere, weil ich auf meine ganz individuelle Art eben Krishna dienen kann, meine Fähigkeiten in die Welt bringen kann, ohne dass ich neidisch sein muss auf jemand anders, weil jeder ist eh individuell und jeder und Krishna erfreut sich über jeden Einzelnen, ne, was er immer auch ist und was er immer auch tut. Ne. Ja, nur halt eben vielleicht ein bisschen, auch jeder ein bisschen anders. Ne. Jeder ist, wieder gesagt, individuell. Fand ich einen sehr schönen Punkt. Na, ich habe mal ein wunderschönes Beispiel gehört, dass es keine Schneeflocke gibt, die genau so aussieht wie die andere. Also wenn man die irgendwie unter das Mikroskop legt, dann sieht man, die haben immer irgendwie eine andere Form. Immer. Also die Schneeflocken von vor 1 Million Jahren waren total individuell. Und die Schneeflocken, die in 1 Million Jahren runterkommen, sind auch total individuell. Es gab nie eine Schneeflocke wie diese und wird nie eine geben. So, nun ist die Frage, wer kümmert sich um Schneeflocken? Warum sind die alle individuell? Ist doch eigentlich total egal, ob die gleich aussehen oder nicht. Aber der Punkt, der dann gemacht wurde, und den fand ich so herzöffnend, ist, weil Gott, weil Krishna diese Individualität so liebt, weil er es so gerne mag, weil er diese Varietät, diese Individualität so liebt, hat er sogar die Schneeflocken individuell gemacht. Also auch uns Lebewesen. Ja? Jeder ist in seiner Kombination von Eigenschaften, von Fähigkeiten, selbst in diesem materiellen Körper, so individuell, weil Krishna das so liebt. Und wenn wir uns diesen Punkt in Erinnerung rufen, also seitdem ich das gehört habe, hilft mir das manchmal, wenn dieser Neid in mir aufkommt, dieser Gedanke, okay, ich bin eine vollständige eigene Persönlichkeit, eine individuelle Persönlichkeit, die es nicht nochmal gibt auf dieser Welt. Und ich kann damit Gott zufriedenstellen oder ich bin sogar so gewollt, ich bin so individuell gewollt, ich muss gar nicht so sein wie derjenige oder diejenige, auf die ich jetzt neidisch bin. Und das, also für mich war das eine gute Meditation. Ja, ich denke, es ist ein sehr, sehr faszinierendes. Ich meine, wir können das ganz, ganz praktisch erfahren, ne, tagtäglich, dass es gibt keinen Mensch, der genauso gleich ist wie den anderen. Er mag vielleicht genauso gleich aussehen, ne, wenn Zwillinge sehen vielleicht genau gleich, man kennt keinen Unterschied, aber trotzdem als Persönlichkeit, die sind immer anders. Also, und so auch Gott, Krishna, hat mit jedem Einzelnen eine ganz individuelle Beziehung. Es gibt nicht, dass Gott genau dieselbe Beziehung mit einer Person hat und dieselbe Beziehung mit einer anderen Person. Das ist immer ein bisschen anders, die Beziehung. Ne? Und selbst wir können das erfahren. Wir kennen viele Menschen und wir haben mit keiner Person genau dieselbe Beziehung wie mit einer anderen Person. So, da können wir feststellen, okay, wir sind Individuen, wir sind, jeder ist anders und wir sind keine Roboter, ne, denn organische Roboter, die was irgendwie geklont wurden oder ne, gleich sind. Das finden wir in Menschen und selbst auch in Tieren. Sie erkennt man das vielleicht nicht so klar, weil nicht das Bewusstsein nicht so klar ist, aber bei Tieren ist es genauso. Bei Tieren ist es auch so. Ja, also jemand, der jetzt eng mit Kühen zusammenarbeitet oder viel mit Hunden zusammen ist oder so, ne? Und die sagen alle, ja, der ist so und so und die Kuh ist so und so und die ist ein bisschen bockiger, aber die ist super lieb, die kommt, die mag das und das. Also selbst die Tiere haben ihre individuellen Vorlieben, Eigenschaften, sonst irgendwas, ne? So, und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man diesen Punkt versteht, dass man sagt, okay, ich bin ganz individuell, ich muss mich mit niemandem vergleichen. Ich muss nicht, ne, es gibt hier gar keinen Konkurrenzkampf eigentlich. Ne? Dieser Konkurrenzkampf, dass man denkt, man muss sich mit anderen vergleichen, muss besser sein, das ist eigentlich eine Illusion, weil das geht gar nicht. Ne? Wir sind alle verschieden, wir sind alle eine individuelle Person. Und wenn man das verstanden hat, dann muss man gar nicht mehr neidisch sein, dann kann man mit sich 100% vollkommen zufrieden sein mit dem, was man ist und mit dem, was man tut. Ist vielleicht eine hohe Ebene, aber wenn man das mal erstmal vielleicht mal philosophisch, theoretisch verstanden hat und das versucht zu verinnerlichen, dann kann man viel, viel
ja, einfacher, ne, wirken, tun und in seinem Leben viel, ja, das macht es einfach viel einfacher und schöner. Und ich denke, das ist auch ein großer Aspekt von der Selbstrealisation. Mhm. Ah. Einen dritten Punkt hätte ich vielleicht noch zum Thema Neid. Mhm. Dass es auch eine sehr mystische Art und Weise gibt, diese schlechten Eigenschaften oder ja, diese unerwünschten, sagen wir mal so, Eigenschaften wie Gier und Neid, diese zu überkommen. Und das ist jetzt sehr, sehr mystisch, aber ist die Geschichten von Krishna als kleiner Junge zu hören. Weil diese Dämonen, die er dort in diesen Geschichten tötet, die repräsentieren alle irgendeine dieser Eigenschaften. Also zum Beispiel die Geschichte von Agasura soll dabei helfen, diesen Neid zu überkommen. Und das ist auch was, das kann man nicht messen und das kann man nicht mit seinem logischen Verständnis verstehen. Das ist was, das ist in den vedischen Schriften niedergeschrieben, das haben uns die Acharyas so offenbart. Und dann durch diese Geschichten passieren eben diese Transformationen im Herz und man kann dieses Gefühl von Neid oder dieses Gefühl von Gier oder was auch immer oder Zorn, aber bei uns speziell geht es gerade um Neid, also kann dieses Gefühl von Neid auch loslassen. Ne? Und da kommt sozusagen die göttliche Hilfe von oben durch das Hören einfach von Geschichten. Wie man das jetzt, also das wissenschaftlich belegen kann, keine Ahnung, aber das ist auch einer unserer Vorgänge einfach, dass wir durch das Hören diese Eigenschaften loslassen können. Ich dem, also vielleicht mal, also man kann es erklären, dass man, wenn man sein Bewusstsein auf das Höchste richtet, eben auf Krishna richtet, dann und ihn erkennt als die höchste Person, als die Person, die die besten Eigenschaften, alle Eigenschaften in Vollkommenheit hat, ne, und ihn sozusagen, ne, lobpreist, bewundert, dann kommt dieses selbstzentrierte Bewusstsein, ne, ich muss der Beste sein, ich, ne, wird transferiert auf das Höchste und dann denke ich automatisch, ne, richtet man seine Energie, sein Bewusstsein nicht auf sich selbst, auf sein eigenes Ego, sondern eben auf den Höchsten. Und ja, so wird das sozusagen, ja, wird das Herz gereinigt und geht irgendwann, diese ganzen negativen, schlechten Eigenschaften gehen irgendwann mal weg. Mhm. Okay, so, lass uns beten. Ja. Und tief gehen, dass wir das, unser Herz neidfrei wird, weil so lässt sich es einfach schöner leben. Ja. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht, unser kleiner Talk über den Neid. Für uns war es auf jeden Fall eine gute, ja, Erinnerung, ein guter Reminder. Für uns Reminder. Ist es auch immer sehr inspirierend, darüber zu reden. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Bitte abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns vielleicht noch in die Kommentare hinein, was euch dabei hilft, Neid zu überkommen. Ja. Oder wie eure Strategien sind, wenn ihr neidisch, wenn ihr merkt, der Neid kommt in euch auf. Was macht ihr dann? Würde uns interessieren. Okay? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hare Krishna. Spiel ich noch die Musik an. Ein böser Zauberer. Ist der Neid.